Mike Moring, Fraktionschef der CDU, auch selber Spitzenkandidat gewesen. So, ein Ministerpräsident der FDP ist gewählt mit Stimmen der AfD. Das Donnerwetter wird jetzt losgehen. Wir haben als CDU-Fraktion uns heute so verhalten, wie wir das angekündigt haben. Wir haben uns in den ersten beiden Wahlgängen enthalten. Und nachdem im dritten Wahlgang ein Kandidat der Linkspartei anstand und ein Kandidat der AfD und dann ein Kandidat der Mitte vorgeschlagen wurde, haben wir uns so verhalten, wie wir das im Wahlkampf angekündigt haben, dass wir die Mitte in diesem Land stärken wollen. Und eine Enthaltung hätte sich verboten. Aber Fakt ist, wir sind nicht verantwortlich für die Kandidaturen anderer Parteien. Wir sind auch nicht verantwortlich für das Wahlverhalten anderer Parteien. Aber wir sind verantwortlich für unser eigenes Stimmverhalten. Und deswegen haben wir uns, wie angekündigt, dafür entschieden, den Kandidaten aus der bürgerlichen Mitte zu unterstützen. Wie wird man diese Stimmen, die jetzt kommen, sagen, einen Sündenfall in Deutschland aushalten? Es ist ganz entscheidend, dass Thomas Kemmerich klar macht, dass es keine Koalition mit der AfD gibt. Und dass er ganz deutlich macht, dass es eine klare Abgrenzung auch nach rechts gibt. Wir wollen dieses Land zusammenhalten, zusammenführen. Daran liegt die große Aufgabe des neuen Ministerpräsidenten, diese Spaltung zu überwinden. Und jetzt sind wir gespannt auf seine Worte nachher vor dem Plenum und auch, welche Vorschläge er hat, wie er sich die Regierungsarbeit vorstellen wird. Steht die CDU da zur Verfügung? Wir hören uns die Vorschläge an und wir haben ja Thomas Kemmerich mitgewählt. Und daraus folgt ja auch nicht, dass wir uns dann einer Mitarbeit verweigern. Aber alles in der Reihenfolge und alles in Ruhe. Wir sind nicht in der Verantwortung. In der Verantwortung ist der neue Ministerpräsident, der die Vorschläge für das Land machen muss. Aber wir erwarten, dass das unter klarer Abgrenzung der AfD passiert. Sehen wir jetzt einen Paradigmenwechsel in Deutschland, wenn eine Zusammenarbeit mit der AfD möglich ist, auch wenn Sie nur gewählt haben, mitgewählt haben? Es geht nicht um eine Frage der Zusammenarbeit. Und ich gehe davon aus, dass Thomas Kemmerich das auch genauso erklärt, dass es keine Zusammenarbeit gibt. Aber wir hier, so haben wir das auch vor den ganzen Wahlen jetzt gesagt, Thomas Kemmerich und auch ich persönlich, dass wir den Aushandlungsprozess hier in dem Landtag sehen, dass es hier darum geht, Mehrheiten zu finden für das Land. Alle haben gesagt, es geht um staatspolitische Verantwortung. Das gilt natürlich so rum wie auch andersrum. Und ich hoffe, dass alle sich noch an die Worte der letzten Woche erinnern können, als es darum ging, staatspolitische Verantwortung für das Land Thüringen einzufordern. Und es geht um dieses Land Thüringen. Es geht darum, die Dinge voranzubringen, keinen Stillstand zu organisieren, sondern das Beste für das Land zu erreichen. Wir ganz persönlich, ich ganz persönlich, die CDU, wir haben verzichtet, dazu kandidieren. Ich habe selber verzichtet als Spitzenkandidat, weil ich mich an das gehalten habe, was unsere Partei festgelegt hat. Aber wir haben mit unseren Stimmen verantwortlich heute entschieden. Und jetzt geht es ums Land Thüringen.